einen wunderschönen guten Abend und ein herzliches Ahoi. Heute wie beim Duddle Club, hinter mir habt ihr die Hand gesehen. Heute ist Tino wieder dabei, unterstützt mich als Experte beim zweiten Teil von Bis zum bitteren Erbrechen mit, wie hieß das Spiel nochmal? The Walking Dead Episode 1. Seid dabei. A New Day. A New Day. 3, 2, 1. Oder sind wir im Spiel? Sind wir wieder im Spiel. Wir waren stehen geblieben in dem Laden. Was war das? In dem Drugstore, Mann. In dem Medical. Apotheke bei uns in Deutschland. In Deutschland, und wir suchen gerade eine Möglichkeit, um an diese Leiche, glaube ich, zu kommen. Und den Schlüssel. Um an den Schlüssel anzukommen oder was? Genau, und wozu brauchen wir den Schlüssel? Weil einer unserer neuen Mitstreiter oder unfreiwilligen Mitstreiter oder nicht gewollter Mitstreiter, wenn es nach ihm geht, einen Herzinfarkt hatte und wir uns darum kümmern wollen, ihm Tabletten zu besorgen. What's everyone like in there? Well, Carly's pretty nice. Und, genau. Wir checken erstmal alle Charaktere ab, alle neuen, unter anderem auch diesen jungen Mann. Doug. Ich bin Doug. Nicht Doug, sondern Doug. Ich bin Doug und ich bin geistig behindert. Sag mal. Es gibt bestimmt einige Menschen mit Geistbehinderung, die nicht so sprechen, die sogar sich sehr gut artikulieren können. Aber vielleicht heißen sie nicht Doug. Ich bin Tino. Ich bin Tino und ich heiße auch so. Jetzt spiel endlich. Bis zum Erbrechen. Es gibt hier nichts mehr, ich werde einfach wieder reingehen, denke ich. Na, dann geh doch einfach rein. Was hältst du davon? Geh doch mal rein. Let's head back inside. Okay. Let's head back inside. Hede. Hede. Riesige Zombie da. Bei euch sind jetzt wahrscheinlich Minuten, Wochen, Stunden vergangen. Oder ihr habt auch nur ein Getränk geholt, wie wir. Für uns waren es schon ein paar Minuten. Und verbale Ergüsse von Tino. Aber jetzt seid ihr wieder dabei. Stimmt, ist dem so. Ja, ich habe halt was getrunken. Eine Energy Bar. Pack das einfach ein. Looks like nobody got a chance to donate anything before this all went down. Was sind alle anderen denn hier? Ja. Noch eine Energy Bar. Frag doch einfach mal Clementine, ob sie Hunger hat. Arme kleine Kind. Warte mich. It's not much, but here you go. Thank you. Of course. Of course. Tick-tuck, ja, ist ja wie bei den Sims hier. Du spielst die Sims? Hat nicht jeder schon mal in seinem Leben irgendwie die Sims gespielt? Nein. Mindestens den ersten Teil? Nein. Da hat mir deine Freundin aber letztens was anderes erzählt. Meine Freundin würde dir nie was erzählen. Absolut. Wir reden nicht miteinander. Ja. Seit dem Vorfall. Seit dem Vorfall. Ja, ja. Damals in Atlanta. Wo spielt er das Spiel nochmal? Welche Region? Märchen. Ich meine. Ist auf jeden Fall Arizona. Arizona. Atlanta ist die Hauptstadt von You're from here? Arizona. The Air Force Base. Yeah, no. Oder? Warte mal, täusche ich mich da gerade? Nein. Es ist die Hauptstadt von Arizona, meine lieben Damen und Herren. You? Also, das Ganze Arizona. Das lieber selbst heraus. Kann man sich nicht sicher sein bei ihm. Doch, ich schon. Wusstest du schon, dass die 26. Olympischen Spiele in Atlanta stattgefunden haben? Und ein großes Feuer. 1871 oder so. Hunderttausende Häuser gefordert haben und einem Menschen das Leben. Und der eine Mensch ist nur gestorben, hat einen Herzinfarkt bekommen, als er gesehen hat, dass sein Haus vom Feuer zerstört worden ist. Krass, ne? Das und vieles mehr habe ich rausgefunden bei der Recherche für meinen Artikel The Walking Dead. Episode 1. A New Day. A New Day. A New Day. Okay. Ich muss mich auf den Text konzentrieren. Okay, quatsch mich jetzt mal. Ja, ist gut. Mach doch weiter Werbung. Aber die Leute wollen ja auch was sehen.
Don't make him the reason everything's screwed. Die gucken sich 5 Minuten Video mit dir, dann haben sie genug gesehen für den ganzen Tag. Where's her mom? Sind ja nicht nur 5 Minuten. So bad. You guys are together. Yeah. Oh, no, I'm not her dad. I found in a house when getting out of Atlanta. She'd been surviving by herself. I think the girl's parents didn't make it. Oh. I heard an answering message. They were in Savannah. She was home with a sitter. It wasn't good. Well, she's lucky to have you. What do you think about all this? What is there to think? The dead are up, walking around, eating people, and turning them into more of them. I mean, Jesus. We need to stick together and get through this. Is this a PlayStation so loud? Was anyone here? No, this place is not a PlayStation so loud. Hold a couple of bodies on the office. I think this is the vorderne Unreal 3 engine. Are you okay? It's not the Unreal 3 engine. Yeah. What is this for an engine? Das ist eine gute Frage, was die Engine ist. Wahrscheinlich sind die ähnliche, die auch in anderen Telltale zur Geltung gekommen sind. Zum Beispiel Jurassic Park, Tales of Monkey Island. Tales of Monkey Island. Monkey Island 1 und 2 Special Edition. Wobei die hat wahrscheinlich keine andere. Ja, ich glaube auch. Ich kann die mal reden. Den willst du doch nicht reden. Gemacht. Ich wollte jetzt nicht mehr mich zu Tode quatschen hier mit allen. Ich dachte, egal. Geh ich einfach. Also man hört es zwar sehr schlecht, aber der Soundtrack ist der Oberhammer. Ganz dezent eingesetzt, aber nicht gut. Oberhammer würde ich jetzt nicht sagen. Genauso wie bei der Serie. Luckily, there's nothing I need in here. Find anything? Gott, hat sie uns erschrocken. Ah! Just a picture of whoever was here. I know who you are. You're Lee Everett. You're a professor at Athens who killed a state senator who was sleeping with your wife. This is your parents' store. Folks around town know the owner's son got himself a life sentence, but I'm a reporter for WABE in Atlanta. I paid attention to that trial. Maybe you're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? No. I'm sticking to first names for a reason. Well, good. You seem like an okay guy, and the last thing we need is drama out there. We've got this little girl to take care of. Look. Ja. Was ist mit allen Frauen so? Last longer than a few days. Auf jeden Fall. Ich komme jetzt an ihrem Radio rum. Ja. Ich habe ihr gezeigt, dass die Batterie nicht drin ist. How can I trust you? You can't, I suppose. But you don't have many other options. Das ist für ein verstohlener Blick von einem Herausforderer. No. Better not go out there. Also umsonst das Foto zerrissen. Wobei sie es weiß, heißt es ja nicht, dass die anderen wissen, ne? Ja, die anderen sind wahrscheinlich entspannter. Was tust du? Ich suche genau, was ist, was ich übersehen haben könnte. I ought to clear a path to opening that door. Eine Waffe. Ich wette, 90% der Gamer haben genau das gleiche da draußen gedacht. Was ist alles, was umfällt und uns häufig.
Ein Zombie-Apokalypse ist alles eine Waffe, was irgendwie nützlich sein kann. Hat er einfach eine bestimmte Erinnerung. My dad gave it to me. See, dad's a smart like that. Better get this door clear, huh? Can I help? Sure. Here we go. Watch your fingers in the drawers. Hier redest nicht viel, ne? You don't need anything, right? Nope. I get hungry a lot. Okay. Und was willst du denn noch? And you don't have any allergies or anything I should know about, right? No kids have allergies or asthma or just general maladies. My friend Alfred has peanut allergy. But you go? I think so. No. Okay, here we go. Do you have kids? No. You don't have a family? Hat sie das nicht gerade alles mitgehört, was sie gesagt haben? Ging es doch nicht darum, ob du Kinder hast oder eine Familie. Ich wäre ja ein bisschen schockiert, wenn ich hören würde, dass er jemanden umgebracht hat, oder? Ist ein Kind? Ihr Alter ist wahrscheinlich noch gar nicht. My mom is a doctor and my dad is an engineer. Oh, those are good jobs. What's your job? Jetzt war es das Sommerhaus. Things like that. Das zweite. Social studies? Yeah, like that. You didn't answer my question. Who is he aufgefallen? All right, a little further. Why don't you want to talk about your family? Do they, like, hate you? Someone. I got into some trouble and I didn't talk to him for a while. This used to be their store. But let's just get back to it, okay? Fällt bestimmt nochmal irgendwann auf mich zurück. Spätestens in der dritten, vierten, fünften Episode. Das gibt es. Erschossen, wenn du so ehrlich warst. Einfach so. Einfach so. Zum Beispiel zu Ende. Oh. Are you okay? I hurt my finger. Blood. Is it bleeding? It's crisp blood. A little. I'll find you a bandage. Ah. Ist da noch was zu brauchen? Ist was zu brauchen? Let's have a look at that finger. Oh. It hurt. Let's see if we can do something about it. Let's get this cut covered up. Yes, please. Da hilft auch der Erste-Hilfe-Kurs, den wir alle gemacht haben. Beim Führerschein oder auf Arbeit. Hat mir sehr geholfen, in der Situation zu ziehen. Herrlich. Ja. Ich werde dich immer noch fragen, ob alles okay ist. Du hast schon Hilfe. What if my parents come home and I'm not there? Guck doch mal bei den Hilfsspots auch nach was. They'll track us down. Don't worry. Yeah, okay. We should keep a lookout. I've got my walkie-talkie in case they try that. Der sagt das über Hilfsspots. Ab und zu doch einfach auf die Spots. Das sind doch Spots. Geh doch auf die Spots. Ein paar Hilfen-Advises sind das, mehr nicht. Dass du mir geholfen hast. Mit dir kann ich in den Calculator kommen. The keys are on that zombie out on the street. Okay, dann muss ich an den Zombie out of the street, draußen auf der Straße. Get the remote for that thing in someplace. Ich
der wahrscheinlich mein Bruder ist. Oder? Laut dem Bild, was man gesehen hat, schätze ich schon. First Aid Kit. First Aid. My parents came in here hoping to survive. But it looks like one of them was hurt. I wonder if it was my dad. Trying to be a hero, maybe. Protect her, at least. Hier ist nichts mehr. Ich bin der Meinung, wir sollten gehen. Everyone out there seem all right to you. Yeah, well, maybe not the sick guy. Yeah, we'll keep an eye on him. There was that thing in the bathroom. It tried to get me. I know. But you stopped it. Yeah, I did. Can you do that more? Well, I'm not gonna go looking for him. I mean, get the dangerous ones. I'm gonna try. Good. How's your fit? It's okay. Here. Thanks for fixing it. Have you heard from Glenn? Not in a little while. I'm gonna keep looking around. Sonst schlaft ihr hier doch ein. So wie der da. Der nur sagt, ey, das ist doch überall Spots, benutzt doch mal die Spots. Can I head back into the drugstore with me? Okay. Lee? Yeah? You're not bad, right? Why are you asking me that? That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? It's complicated. Sometimes things happen there. You do things and you can't explain them. Yeah, klar. Okay. Let's head back to the others. Und dann wird sie mich einfach komplett verraten. Und denkt, ja, ist alles okay, ich quatsch schon noch. Früher nimmt das und dann läuft er erstmal komplett ohne das. Ohne dass ich was machen muss. We can't let anything happen to Ducky. I know, hon. Don't even come over here. Danny? No, Cat. This son of a bitch would let that man feed our son to the wolves. Stop that, Danny. Alle, we were all alle wütend gemacht und ging nicht aufgebracht. Maybe we were going to lose our boy. Sorry, Katja. What if he... He's okay, Lee. From here on out, Lee, I need to know that you're on my side. Yeah, I am, of course. Good. Thank you. Das reicht ihm. Naja, wurde nichts oben angezeigt. I've stuck to it. It's okay. It was just a shock. You're lucky as hell nobody got nabbed on the way in here. No kidding. How's she doing? Her family's dead, so... That's awful, Lee. Yeah, well... She seems to be handling herself all right. She's just a little girl, Ken. Lee says she spent days on her own. That takes toughness. But you have no idea what sort of emotional damage is happening to her every second her family is gone. What's the plan? Hang tight, I suppose. Seems pretty dangerous out there, so we ought to wait for things to clear up. You said your family was from here in Macon? That's right. Where are they? Should we go looking for them? They own this place. They pulled some bodies out of the office before we got here. They're gone. Oh, sweetie. Cat. They were good people. I wasn't around much, but yeah, they're dead. Are you guys all right? We're just fine, considering. How about you, Duck? We've all been through a lot. Lee, you got a second? Sure. Back on Herschel's farm. Yeah. We didn't even try to save him. That blood is on our hands, you know? So versucht. It happened pretty fast. I guess. But I can't stop seeing him in my head. We can't kill ourselves. We killed that boy. We could have saved him together. We did what we could. Bad things happen.
We didn't make a choice to kill John. You think you do when you look back on it, but in a moment, when things are really out of control, you don't have any choice. I guess. That's all about. Try to let it go. Ich weiß, Kimi jetzt eingeschnallt. Es klingt aber trotzdem, dass du irgendwo gemacht hast. Sean. Ich war heute Nacht von ihm träumen. Von Sean. Ja. Sean Green. In meinem Cell-Shading-Traum werde ich von ihm träumen. Hey there, this is Glenn, and I'm kinda in a jam here. Little girl, if you're there, can you put your daddy on the phone? Or on the talkie, or whatever? This is Lee. What's up? So, I'm down at the Motor Inn, and, well, I'm stuck. Stuck? Yeah, I saw a chance to get some supplies for the group. And a bunch of the Roman ones got the jump on me. I'm hiding over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the Motor Inn. Hey, Glenn, we're gonna talk it over and send a group to come get you, all right? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back, okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies. You got your family here. I'll take Carly and her dead eye down to the Motor Inn, get Glenn, and get back here as fast as I can. If that's what you want to do. Somebody's got to. Yeah, I'm in. Good. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. Damaged. Now this place didn't get looted. Und unser Ziel ist jetzt wahrscheinlich, Glenn zu unterstützen. Ich werde mich nochmal, wenn du schon gerade schon Clementine verabschieden. Und fall mir was passiert. Die Fragen. Brauchst du was? Get you anything? Hast du noch ein paar Bars? Maybe I'm a little hungry. Yeah, it wasn't much. Bitte? Ich hebe sie alle für mich auf. Ja, das wäre die richtige Lautstärke. Ja? Ja. So, Are you okay? What? Yeah. I'm fine. I just, I'm good. That's good. That's good. Yeah, that's I think so. Good. Being good is good, despite the circumstances. Yep. Yep. So, how is your finger? Feel? Good. It doesn't hurt so much anymore. Alles klar, kann ich ja weiter. I know I'm not your dad, but if you need anything, I'm your guy, okay? Okay, same. You're my guy? Oh. No, you know. We're gonna try to take care of each other. Yes, deal. Deal. We'll sit tight. Okay. Aber du, glaub mir, als ich das auf dem PC durchgezockt habe, habe ich auch ab und zu das Gefühl gehabt, die falsche Entscheidung getroffen zu haben. Aber so ist das im Leben. Not much, but here. You sure? Yeah. You're under quite a bit of stress. Thanks. Bei den Marines, deswegen gebe ich ihm was. Oder bei der Air Force oder so, haben sie ja gesagt. Könnte noch nützlich sein. Aber nee, dem. Warum hast du dich denn bei ihm eingeschleimt? Ich habe mich auch so bei ihm eingeschleimt. Oha, da war was zum Aufheben. Tschü. Battery. Das links einfach das Inventar. Aber man kann irgendwie nicht drauf zugreifen, das ist wahrscheinlich nur zu sehen. Hier, ich hab's. Aber ich könnte die Batterie reagieren. Great, thanks. Ich muss sie jetzt mal einzusetzen. Ne? Aber nee, warte mal. Such mal noch eine zweite Batterie, brauchst du ja noch. Thanks, I appreciate it. So. Der Hammer kommt dann beim nächsten Rätsel. Jedes Mal. Here, I've been finding some stuff to eat. Oh, thanks. You're welcome. Are you sure your girl doesn't eat it? She's good. I've been trying to keep her fed and watered. You're a good caretaker. Thanks. Oh, da bahnt sich was an. Try to get some rest, hon. How can I with those things out there? Ist das jetzt eine neue Batterie? Ja.
No, I'm sorry to hear your loved one was eaten by the living dead guards. And here's another one. Should be able to get it to work now. Das krasseste Rätsel überhaupt. Was ich jetzt selbst mal weiß. Yeah, I can't figure it out. Ich kann es nicht herausfinden. Wie stellt sich die Batterie ins Radio ein? Also erstmal werde ich es, glaube ich, umdrehen, wie beim letzten Mal. Ich glaube, ich werde es aufmachen. Sehr schön, oder? Des Rätsels Lösung. Jeder Sexist da draußen freut sich gerade. Was tust du? Alles, ich wollte gucken, was es noch für Optionen gibt. So. Eigentlich dachte ich, es geht dazu. Nein, du musst schon die Klappe anfassen. Ja. Was ich das? Fahre ich mal raus. Zack. Jetzt kommt der nächste Scherz. Wenn du das nicht machst, die Antenne rausnimmst und dir das gibst, sagt sie immer noch, sie kriegt es nicht zum Laufen. Und wenn ich die Power anmache, auch nicht auf die. You fixed it. Die ist Reporterin. Ja, der wird nicht mit alles anscheinend am gut. Das wäre so für dieses Internet. The station is okay. Nein, Videos sind mehr so ihr Ding. Oder was? Steve. Good. Want to go have a look around outside? Oh, no. Not now. All right. Geht's jetzt mal los hier? Ich glaube, der musst du Bescheid sagen. Das hat sie auch gesagt. Du sollst dir Bescheid sagen. Yeah. Das ist doch ein Text. Das ist dann irgendwo an mir vorbeigegangen. Gut, dass ich meinen Experten dabei habe hier. Dafür kriegt er sein Geld. Welches Geld? Schön wär's. Hey, Carly. We drove up to cover the Cherry Blossom Festival. Real hard-hitting stuff. Sounds worth it. That radio. Oder musst du Blaine Bescheid sagen, dass du ihn rettest? Weiß es gerade nicht. Okay? Ich bin I'm fine. Ratlos. You're really fine. All of your colleagues are probably dead. You don't think I know that? Of course I'm not. Was bist du für ein Wichser? Du sagst ja auch noch, wie sie gut drauf sein kann, wenn alle ihre Freunde und Kollegen tot sind. Mann, ey. Ich bin manchmal einfach etwas zu direkt. Aber nur manchmal. Aber ich habe das genauso gemacht. Doch im Moment, ich sag's einfach nochmal. In a minute. Okay, let me know. Okay, bei mir. Ja gut, ich rede nochmal mit dir. Jetzt geht's wirklich los. Jetzt geht's los. Eventuell. Ja, vielleicht bis zu diesem Punkt vorgespult. Damit es endlich losgeht. Um nicht zuzugucken, wie ich sinnlos in diesem Laden rumrenne. Ach, sinnlos ist nichts. Ja, es ist halt nicht sinnlos. Nein. Did you see that? Sure did. Be ready to shoot. Dass sie mal bei euch schießen wollen. Das war gefährlich. Oh, man. I'm glad you're here. Jesus, Glenn. Right then, wasn't so hard. Can we get out of here before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped out there. No way. We gotta go now. Listen, I was out here looking for gas. And then, up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked and she got frightened. I was trying to get in and help her and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right. Menschen handeln nicht mal. You guys are suicidal.
over a girl. I'm saving her, with or without you. Think about if it was you. Fine, let's go save Glenn's damsel in distress. Ich hätte auch gerne eine Entscheidung jetzt getroffen, ob ich damit machen. Wahrscheinlich muss man diesen Charakter irgendwie retten. Andere kann man sterben lassen, hier ist das eine Kamera. Immer so eine Übersicht für dich. Okay, this is the plan. You don't know how hard it's gonna be to get her out of that room. Yeah, it's more than that. So we have to kill every one of them in here. Quietly, who misattracts these things? Now let's have a look around. Das ist nur der letzte Ausweg wahrscheinlich, die Pistole. Entschuldigung. Man, ich hab schon runtergedrückt, aber es hat natürlich geruckelt oder so. Ja, ich hab das erst Pad, das hat das Ding. Das zweite Mal. Entschuldigung. Ja, die PlayStation 2, 3 schafft leider. Schafft leider diese krasse Grafik nicht darzustellen. Ja. Ruckelfrei. Das ist das Problem. Ja. Der PC hat sich geruckelt. I'm not sure I can take them both out myself, even if I had a weapon. Hier kann ich scheinbar nicht lang. Zumindest sehe ich da jetzt auch nichts. Jetzt soll ich mal die andere Seite abchecken. Oder ein bisschen make it out here. Except for Carly's gun, you can't use that much. Ich denke, ich gehe nochmal zurück, oder was meinst du? Ich darf nichts sagen, ich kenne ja alles schon. Du bist ja mein Experte. Sag doch Carly einfach, sie soll abknallen, weiß gar nicht, ob das geht. Ich geh jetzt mal hinten, ja. Und guck mir das mal an hier. Jetzt kommen sie alle mit. Guck ich mal rein, aber was ist das? Hey man, that drew some attention. Be careful. Bricht sich eher den Arm, als dass er da reinkommt. Oder? Keine Ahnung. Done trying to punch out windows. Wenn ich so sage, ich bin auf der Tür. Der Typ ist der Typ. Der Typ ist der Typ. Der Typ ist. Okay, jetzt hab ich hochgedrückt, der macht genau das gleiche. Interessant. Interesting. Krieg ist Krieg. Und Typen sind. Der Typ? Ist der Typ. Der Typ ist, ist der Typ. Ja, der Typ ist der Typ. Und Krieg ist Krieg. Der chillt das mal ab. Ich sehe hier keinen Weg, wie ich hier irgendwie vorbeirennen könnte. Top. Sprech doch einfach mit Karl. We need to find a weapon. Ich darf verarschen. Und immer wenn ich nach rechts oder nach oben drücke, geht er dahin. Wie deucht es denn dir? Tim, möchtest du, dass die Zuschauer wieder einmal vorspulen müssen? Oder? Ja. Ja. Willkommen beim Daddel Club. Hier sind sie mehr mit Spulen als mit Schauen beschäftigt. Spulen ist ein tolles Wort. Noch aus den VHS-Zeiten. Let's keep looking around. Let's keep looking around. You need to find a weapon. Ich gehe nochmal zurück. Ich bin anscheinend blind. Ja. Und mein Experte ist auch nicht allzu hilfreich. Der Experte hilft dir einfach nicht, weil es ist doch langweilig. Man soll schon sehen, wie du schwitzt. There's a truck over there. Guck mal, du kannst noch mehr zur Seite gucken. Ich werde das Kissen nehmen. Und mit dem Kissen werde ich sie alle töten. Good luck smothering them to death. That's not really what I have in mind.
Ja, was machst du mit einem Kopfkissen? Kopfkissenschlacht. Das kann man als Schallschutz nehmen. Ich hab da bestimmt was übersehen. Ja, total. Der speichert hier schon zwischendurch, weil er schon so verzweifelt ist. Denn der Situation. Ja, komm, das ist das Pille. Kann ich. Mach doch einfach. Ich werde ihn wegpillen. An age old problem. Ich brauche noch ein zweites Kissen. Sehr schön. Ich, es ist unmöglich. Ich hänge fest. Das war's. Auf Wiedersehen. Situative Logik ist echt aber. Ja, gut. Ich würde sagen, aufgrund dessen, dass Tim nicht weiterkommt, ja, würde das Video nie erscheinen. Tschüss. Tschüss. They really want to get into that room. Ach, Tim. Oh Gott. Ich muss jetzt hier bestimmt das Kissen verwenden. What are you gonna do with that? I don't really know. Not without tools, or making a bunch of noise, and none with pillows. Das Kissen funktioniert nicht. What are you gonna do with that? I don't really know. Do you have any tricks for getting into cars? Not without tools, or making a bunch of noise, and none with pillows. I think I found a pretty damn good way to stop these guys quietly. Now we just have to get it quiet. Get out your gun. But the noise. Just follow my lead. Stay right behind me. Na, hast du jetzt ein Erfolgsgefühl? Erfolgserlebnis. Oh, guck mal, er steckt im Zombie. That was sick. Mach das mal bei etwas, was nach dir beißt. Das machen wir in einer Serie auch immer. Nimm es doch. Ein Allspark von Transformers. Gearshift sollte ich vielleicht nicht machen. Aber ich mach's einfach mal. Spark plug. You should hold on to that. Put that in. Ich will diese Axt halten haben. We can get that guy by the wall over there. Mal wissen, was da ist. Das möchte ich nicht wissen, das hatte ich schon mal. I prefer cover that can't just roll away. Warum hast du dann bitte jetzt die Handbremse gelöst, wenn du dahinter hockst wie so ein Blöder? Tut mir echt leid, dass ich spoilern muss, aber. Schon ist spät, ne? Spät bei uns schon. Ist schon ganz spät gekommen. Das ist awesome. Schüssen. Kennen Sie schon von Geburt an? Sind Sie auf Schüsse geeicht? That could scramble brain pretty good. That's exactly what I was thinking. Kann ich aber nichts machen. Und jetzt wieder zurück an die von hinten. Ich mache ja aber mal.
könnt euch ansehen, wie er die ganze Zeit die Fresse zieht, nur weil er das schon kennt. Das hat bestimmt Stunden an dieser Szene. Gleich aus. Ah. Oh. Ja, ja. Eigentlich müsste ich das Zombie von Gunners halt auch gerade hören. Eigentlich. Ja, es ist auf der Playstation. Ja, schau, schau! Und dann zieht er dir die Gedärme raus. Sehr schön. Ja, das kann sich halt noch ein bisschen ziehen. Wir werden wohl noch einen 5., 6., 7., 8. Teil machen müssen. Das so weitergeht auf jeden Fall. Getötet hat, getötet hast, ich war so abgelenkt gerade. Der einen habe ich ins Auge gestochen, den anderen auch. Kam der dann gleich hinterher oder sagst du? Der Glenn hat ihn dann aufgehalten. Ah, okay. Hattest du nicht, ne? Deswegen hast du vorhin dich so komisch angestellt. So, oh, Obwohl ich es anders gemacht habe als du. Now we've got this. Are you two done? Das, worauf ich die ganze Zeit gewartet habe. Waffen! Verstümmelung und Tod. Nein, eine klassische Axt. Darf ich einen unserer Redakteure zitieren? Nein. Ich darf Robert nicht zitieren. Wenn ich gesagt habe, dass es sich um Robert handelt. Ich habe es einfach geahnt, wenn so Waffen, Axt und Zerstümmelung vor allem. Zerstückelung. Zerstückelung. Lass uns die Gegner zerhackstückeln. Sehr schön. Kannst du nochmal kurz lachen? Das wenigste Eindruck, richtig lachen. Ja. Ich kann nur gekünstelt lachen, ich lache nie echt. Kannst nicht lachen. Das stimmt wohl. Ich habe immer noch keine Option. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Ding habe ich knapp getroffen. Jetzt mal sehen, was da drin ist. Es folgen interessante Dialoge. Das ist übrigens sehr interessant, wenn ein Brett von draußen dranhängt. Ja, stimmt. Was ist wohl da drin? Ist da wohl ein Zombie drin? Hello in there. Aber warum wollen die Zombie helfen? Das eigentlich? Let's go, guys. In a minute. Aber warum ist ein Brett von außen? If you open up, we can take you somewhere safe. We've got a group in town. She's in trouble. Miss, we're coming in. Sie ist infiziert mit sich selbst. Ja, es wäre nachts von außen. Oder sie wurde von irgendjemandem eingesperrt. Jetzt schon noch ein paar Möglichkeiten, was passiert sein könnte, so. Stop, just stop! Coming out. Sieht aber nicht gerade gesund aus. You're hurt. Oh God. I said stay away. We need to get you help. It's too late for that. Totally busy. Guys, she's been bitten. What? I told you. I said go away. Der tötet sie jetzt. I'm bit. But you wouldn't just leave. Let's calm down. You could be fine. I won't be fine. My boyfriend was bitten. You get sick and you die and you come back and you kill anything you can find. Bestimmt eine tragische Entscheidung, die ich fällen muss. Boyfriend? I don't want that. It's not Christian. Please, just leave me. Please go. Come with us. We'll find you some help. Sie belügst. I have a gun. So? Can I borrow it? What do you mean, borrow? Give it to me. Nein, das ist zu laut. You know, Envis, and then there's no problem. Whoa, whoa, whoa. Please. Bitte dich doch nicht einfach. I don't want to be one of them. Wir werden eine Lösung finden. Satanic.
We can't let you do that to yourself. Then do it for me! We need to get going. Eugenie, please! This is crazy! Please, an ox. Step back. It's just 2 seconds, just one bullet. And I can be with my family and it'll all be fine. Yes. Back up! Please! Nein, ich bin falsch entscheiden. Ich bin falsch entscheiden. Alle. Halt. Sean. Alle. Und der einzige, die überlebt, ist sie? Ah, nee. Whoa, take it easy. Ich wanna help. You can't. Miss. Haltet euch die Augen zu. Just relax now. You need to think this through. We'll find God. Your doctor. Ich muss eine Entscheidung treffen, dann siehst du es nicht. Just. Ich werf schnell die Axt weg. Oh nein, jetzt kommen da die Maßnahmen Zombies an. Kann die denn nicht immer an uns denken? Oder? Kann denn nicht einer mal an die Kinder denken? Let's get out of here. Da kommen die schon wieder aus den Löchern. Shit! Here they come! Ich hätte mal noch sauberer lösen können. Get in! Meine Entscheidung. Ich hab auch Tim gesagt. Heißt du jetzt Tim? Achso. Jetzt hätte man auch sauberer lösen können. Mein Name ist Tim. Ich wohne hier. It's just one bullet. Everyone alright? Yeah, we had some close calls, but Glenn is fine. Die Übergänge sind wirklich merkwürdig. Hm? Die Übergänge sind wirklich merkwürdig. Ja, schade, dass das nicht so. Also, ich meine, das mit dem Auto war jetzt klar. Aber man hätte schon irgendwie zeigen können, wie sie jetzt reingekommen sind. Dass sie vielleicht hinten rangefahren sind oder so. Das wäre echt gut gewesen. Vor allem, weil alles ja besetzt war. Davor, wie sind sie da rausgekommen? Durch den Hintereingang. Das haben sie irgendwie schon erklärt, dass sie den Hintereingang nehmen dafür. Aber das wäre schon schön, wenn es gezeigt worden wäre. Weil die Atmosphäre ist ja sehr dicht, finde ich. Und das wird so ein bisschen gestört dadurch. Obwohl es im Ganzen keiner Bruch tut. So nebenbei. So, ihr braucht immer noch die Medicine, Alter. Wo ist denn Glenn? Glenn hat die doch. Oder nicht? Nee, Glenn wollte Benzin auftreiben für die Autos. Deswegen ist er dahin. Das heißt, ich muss immer noch raus. Ei, ei. Dann rede ich erstmal mit dir. Story of the century here, huh? Yeah. And I've got shit for recording equipment. And from the looks of it, there isn't going to be any shortage of first-hand accounts. You do radio? That's right. Well, until some piece of shit politicians yank our funding, and I hit the blogosphere. Sie war sogar bei meinem Radio. Und weiß nicht, wie ein Radio angeht. Don't mention it. Hochkomplizierte Geräte bedienen. Remember what I said. Aber nein, ich habe es nicht, die Batterie einzusetzen. Ist auch complicated bei so einer Zombie-Invasion. How are we doing? Good. Wanna go have a look around outside? Let's ich weiß doch schon, wo ich hin muss, aber wie komme ich denn raus? Wir müssen da irgendeinen Code eingeben. Drehen. Was da ist? Ich hab's nicht. Doch, jetzt hab ich sie. Can't reach that brick. Warum kommt der da nicht an diesen Brick? Ja, selbst wenn er rankommt, kriegt er nicht durch. Ja, doch, wirklich. Doch, so könnte er. Keine Ahnung, warum er nicht rankommt. That guy over there has the keys. How can you be sure? I found this in the office. That boy in the photo worked here. The keys being on him is as good a bet as we can make. Yeah, I agree. Just need to figure out how to get out there and get them. Wouldn't be long, right? Sind wir jetzt weitergekommen? Just a few seconds. So ein bisschen. Das ist immer, haben wir es dir angezeigt. Dass dort der die Schlüssel sein könnten bei Lee's Brother. Ja, aber wie schaffst du es da durch, nur mit einer Axt? Indem ich ihm sage, er soll mal ausrennen. We need to kill streets, so we can get out here. Out there. The streets are too full of those things to get out there and search for those keys safely. Totally. Maybe they can be lured around the buildings. You go run up there and lead them away. Du bist so unglaublich blass. Unheimlich, verwandelst du dich gleich. Distraction. Ein Würgezombie. Few seconds of searching it. We'll know if he has the keys. Doc, you want to get this door open? About that. You've got the combo, right? No,
lot of those things trying to get in here. And now we can't get back out onto the street. We're also party to some egregious fire code violations. Das ist, wenn ich das aufschlage, sind wir doch alle tot. Sehe ich das falsch? Ich kann nichts sagen. Du klagst die ganze Zeit nichts. Ich bist mein Experte, ich hab dich extra eingeladen. Ich bin du bist gekommen mit dem Hammer, hast die Zombies davor schon getötet hier. Beißer, hast ganz Berlin gerettet quasi. Ja, ich hab Berlin und gerettet. Und jetzt bist du hier und hast keine Ahnung und willst nicht sagen. Willst du mich? Ja. Au. Ja, steht dir ganz recht. Ich mach's einfach mal. Jetzt können wir mal sehen, was man falsch machen kann. It's awesome. Now to distract those things. Carefully. I can't reach that brick. Die kommen da mal noch nicht ran. Die sehen mich nicht. Aber jetzt. Wirf den Stein auf den Typen, der da liegt. Das muss doch wohl eine Glasscheibe sein. Da. Einfach rein damit. Die Zombies gucken mich, die Beißer gucken mich doch sogar an. Vandalism. Nice. Ist gerade der 1. Mai vorbei. Gute Idee von mir. Jetzt gehe ich da raus, hol's mir einfach. Jetzt geht. Aber geht nicht. Geh du raus. Those things are sensitive to noise. We can use sound as a distraction. Really? That seems like the safest of all the dangerous options. Hab ich doch gerade. Sind sie nicht abgelenkt davon aus? That place is full of DVDs and electronics. That okay, ich muss das wahrscheinlich irgendwie aktivieren oder so. Aber ich weiß nicht wie. Gott! Was? Nichts. Was denn? Gut, meine Damen und Herren, ab hier dürfen Sie wieder 20 Minuten vorspulen. Soll ich den Tipp geben? Gib mir mal einen Tipp. Schublade. Schublade. Zimmer mit verrückendem Tisch. Tisch, den wir verrückt. Okay. Den wir verschoben haben. Schublade. Schublade. Hast du noch reingeguckt und hast mich zugesabbelt? Das war ein Taschenrechner, oder? Bestimmt ein Taschenrechner. Da war ein Taschenrechner. Ja. Solltest du wohl mal zum Optiker gehen, mein lieber Tim. Hier, gib mir mal Energy Bar. Hier, I found some snacks. I'm cool. Not much of an appetite. Maybe save it for one of the kids? Duck mag ich nicht. Das ist Glenn. Ich meine Duck. Warum soll ich für einen denken? Also. Clementine kennt nur einen Duck. Mag ich nicht. Gesundheit. Danke. Er hat aber so einen merkwürdigen Namen. Ich habe ihn einmal gerettet. Und dabei ist gleich schon gestorben. Hast du dir jetzt eigentlich die gesamten Episoden gekauft? Ja. Oder? Seasons Pass, 20 Euro im PlayStation Store. Ich wiederhole das mal etwas lauter für die Kamera. 20 Euro im PlayStation Store. Das habe ich jetzt bekommen, ich habe nicht aufgepasst. Genau. Du kannst, man kann im PlayStation und Xbox Store die auch für ca. 5 Euro erwerben, die einzelnen Episoden. Ah ja, sehr effektiv. Die einzelnen Episoden kosten im PlayStation Store 4,99. Genau. Im Xbox Store, Xbox Live Store 400 Microsoft Points, glaube ich. Genau, und bei Steam kann man leider keine einzelnen Episoden kaufen, sondern kauft das Gesamtpaket. Mittlerweile für 24,99, aber zum Headstart waren es 22,99 als Steam-Angebot. Ja, man spart schon mehr, wenn man Season Pass kauft. Im PlayStation Store waren es halt 20 Euro für 5 Episoden. Das ist ja deutlich günstiger als die 5 Euro, die man bezahlt. Was habe ich jetzt bekommen? Du hast die Fernbedienung genommen, die du für den Taschenrechner gehalten hast. Und jetzt gehst du wieder raus. Und da... How are we doing? Good. Und man kriegt in PlayStation Store noch einen exklusiven Walking Dead Premium Dam als Hintergrund quasi. Let's have a look around. Nur mit dem Season Pass.
Ich weiß nicht, ob man bei den anderen noch was dazu bekommt. Bei Steam auf jeden Fall nicht. Steam schenkt dir nichts, aber Steam ist eine tolle Plattform. Besser als manch andere Anbieter es sich dachten. Was meinst du, Origin? Dazu äußere ich mich nicht. Ich möchte nicht von der EA-Polizei geschnappt werden. Ich spiele nur Konsole. You can just do that. Well, fucking done, Doug. All that dark nonsense might save a life. Who's to say it already hasn't? Wir gucken gerne Fernsehen. Sie mögen Schüsse und Fernsehen. Das hört sich an wie ein normaler Konsument. Das ist wahrscheinlich, das Zombies sind ja auch immer so gesellschaftskritische Sachen. Eindeutig von George A. Romero, aber darüber könnten wir Stunden filmen. Könnten wir. Wenn wir wollten. Das kannst du ja in den Phasen machen, wenn ich wieder nicht weiterkomme. Sehr gern. Kommt bestimmt wieder einer von der Seite angesprungen. Mann, das ist dein Bruder, Alter. Ich sollte ihn in eine Scheune färchen und hoffen auf eine Heilung mal. Welch Anspielung! Wenn ihr die Lösung habt, wo diese Anspielung spielt, in welcher Serie von The Walking Dead, gewinnt ihr ein Date mit Tim. Ist er mit einverstanden? Nein. Aber ihr dürft nur mitmachen, wenn ihr mindestens Haare bis hier habt und sie als Seitenscheitel tragt, eure Lieblingsfarben pink und schwarz sind und ihr Sternchenmuster meistens tragt. Und ihr dürft nicht unter 70 Kilo wiegen und über 1,65 groß sein. Was hattest du da? Von kleinen, dicken Emo-Mädchen. Das ist eine hochemotionale Szene. So, ich dachte, ich spreche mal von Emos. Also, die ich nicht genießen konnte, weil du irgendwas gequatscht hast. Das ist überhaupt nicht emotional. Ich kann, hab keine Emotionen. Bitte. Oh, krass, das ist aus der eigenen Bruder umgebracht. Also, er war ja schon tot, aber. Hey, Buddy! There we go. Holy crap! Run! Der ist losgegangen, als er geschrien hat. Warum schreit er überhaupt? Er wollte mir ein bisschen Spannung aufbauen. Das Gute ist, dass wir kein Schloss mehr haben. Man, that was close. But we did it. Got the keys. Great. God, you're amazing. Let's get Stunden it. Später. Ja, wenn es nach dir ging, wäre er schon längst tot. Ich würde auch alleine durch die Häuser ziehen hier. Ich weiß nicht, warum ich ihm helfen muss. Oh no. Shit. We gotta hurry. Ladebildschirm bei der Konsole. Die gibt es auf dem PC nicht. Richtig. Auf dem PC gibt es keinen Ladebildschirm mehr. Wurde abgeschafft. Es gibt Ladebildschirme, aber nicht so oft. Nicht so viel. Was hat er denn da im Rücken? Schau! Da hast du unser Schraubenzieher, Schatz. Du trägst ihn in der Schulter. Jetzt werden alle eingeloggt hier. Huh. Entschuldige bitte. Kein Problem, es ist schon spät. Haben wir schon gesagt, dass es spät ist? Es ist? 3 Uhr. 3:30 Uhr nachts. Okay. Come on, there'll be time to go. I'm gonna get the truck pulled up right back! Do it fast.
I gotta get my dad out of here. I don't plan on dilly-dallying. Honey, take Duck into the office and barricade the living hell out of the door behind me. Glenn, when you hear me honking in the alley, start getting people out of here. You got it. Doug, Carly, and Lee, you guys make sure our defenses stay up till then. And Lee, I better take that axe in case I run into any of them on the way to my truck. Here you go. Guys, that door's not locked anymore. Shit! You three, get on it! I'll get back as fast as I can. Stay away from the windows. Glenn, we need your help. Please hurry! Oh nein, ein sehr entspannter Moment. Ja, das war's. Die Stunde ist vorbei. Die Stunde ist vorbei, aber es geht ja gar nicht um eine Stunde, sondern du musst noch die paar Sekunden spielen. Komm, ist gleich vorbei. Ein paar Sekunden muss ich noch spielen. Dann seht ihr jetzt, wie ich 3-4 Mal hintereinander sterben kann. Ich wollte euch nur ein bisschen unterbrechen. Wir überziehen heute mal ein bisschen. Mach mal los hier. Ein bisschen. We don't make it through this. No, I think you're a great guy. Thank you. We will make it through this! Doug, if we don't make it through this, you should know. Sid, I love you. I should know what? Huh? You said I should know. Sie lassen quatschen, ja? Are you sure? Konzentrier dich. Can you look for something this big in between the handles? Something real strong, okay? Okay. Bisher geht's noch immer noch still. Nothing. Wait. Du musst manchmal nur unterschiedlich, unerwartet unterschiedlich reagieren. Ja! Super hast du es gemacht. Das war gut, dass ich vorher mal Track and Field gespielt habe. Ach ja, willst du es noch sagen? Track and Field. Track and Field. Wer es noch nicht weiß, Tim hat Track and Field früher gespielt. Vom Vater. Shit. Oh nein, muss ich schon wieder entscheiden, oder? Das wird sie ja wohl schaffen, der hängt doch fest. Der hängt doch fest! Den hältst du? Bin jetzt gespannt. Wer ist denn jetzt wer? Tim, entscheid dich doch! Nein! Mann, oh, ich dachte, jemand macht mal was anderes als ich. Die Frau wurde beigebracht, Kindern und Frauen zu helfen. Jetzt wird sie mich dafür hassen. Vielleicht hätte sie sich selber befreien können. Das ruckelt auf der Konsole, das ist ekelhaft. Also den muss wahrscheinlich auf jeden Fall noch sterben. Anhand der Konsole, der Trophäe. Was ist mit ihm? Ich hab seinen scheiß PC geholt. Gut, dass ich eben nett zu ihm war. Ja, interessanter Typ. Sehr interessant. 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 Könnte interessant gewesen sein. Das, meine Damen und Herren, war sehr interessant. Ich glaube, jetzt seht ihr einen Ausblick auf die nächste Episode. Nein, du musst noch ein kleines Stück spielen. Das ist ich muss noch ein kleines Stück spielen. Das sind 5 Minuten. Die hast fünf du, Minuten. Die habt ihr doch noch, oder? Natürlich. Habt ihr die noch? 12 Minuten? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ich möchte jetzt diesen Typen da reden, der mir ins Gesicht geschlagen hat. Ich werde ihm meine Axt zeigen. Schau, das ist eine Axt. Ist jetzt weg, oder was? Schon wieder mit einem quatschen. Hey Glenn,
Hey Glenn. Severe emergencies in all counties. Georgia's cities and their current level of disaster are as follows. Atlanta, stage 9 catastrophe. Augusta, stage 8. I think I need to go. To Atlanta? Yeah. I got friends there. And I just can't stay here knowing that they could be trapped in that city. Sounds like nobody knows what happened. When we left a few days ago. Du weißt, Glenn geht? I gotta take my chances. Du weißt doch, warum Glenn geht. Weil er in die Serie muss. Ich hab sie gerettet. Dafür hasst sie mich. Find your friends. Be safe. Thanks, Lee. That means a lot. I don't mean to abandon you all, but this seems like an okay setup. And cool, I'm sure things will be better normal. Treffen, but it's in the next episode. Ganz kurz, soll man ja wohl auch tun. Man soll auf einzelne wichtige Gesichter treffen. Auf die komplette Gruppe. Das weiß ich nicht, ich habe sowas in der Art mal gelesen. Boah. Da sind wir gespannt. Da sind wir gespannt. Vielleicht passiert es auch nicht. Was ist jetzt mit den anderen? Wo ist dieser Typ, der mir ins Gesicht geschlagen hat? Hey kid. Close call back there. Thanks for picking me up. No problem. We have to take care of each other. Yeah, we do. Earlier, I mentioned you gotta ask yourself what you're gonna do if Clementine's parents don't show. Yeah, you did. You think that's gonna happen? Her parents showing up? No, I don't. Well, I want you to know that I think you've got it in you. I think you can take care of that little girl just fine. Thanks, Kenny. You got it. Oh, ja, schön eingekratzt. Er hat mich also nur gerettet, weil er meint, dass ich mich gut um das Kind kümmern kann. Aber mit dir kann ich nicht reden. Jetzt muss ich mit ihr reden, sie wollte mich jetzt zuhören. How you doing, Carly? I'm okay. You know, considering. I do, yeah. I can't stop thinking about Doug. We couldn't have saved him, could we? I don't think so. I know it's stupid. We just met. And he was such a... It's just that... I think that I liked him. Well, I'm sure he liked you too. Falls mein Zombie-Apokalypse kommt. You better have. Dich oder Robert oder jemand anders retten muss. So leicht ist das Leben nicht. What is it? How did you choose? We both needed you. You had kids. You had kids. This was my choice. I was gonna help you both. But you helped me first. Yeah, I did. I just wish we both could have made it. Warum lügst du sie? Me too, Carly. Ich lüge sie nicht. Hätte ich die Möglichkeit gehabt, hätte ich bald gerettet. Das ist er doch. Der alte dicke Ruhe zu ihm. Super Dinosaur was toast. But you know what? He wasn't. Oh, and then. Hey, Duck Girl. You want to cool it for a minute? Okay, sorry. I'm sorry, there's not a lot of kids here. No, it's not that. It's... I got grabbed. Aber sie ist auch so schon sehr sympathisch, ne? Er möchte sich so schon um sie kümmern. Well, and my walkie-talkie broke. Glenn had the other one. Möchte man das? Ich möchte sie beschützen. It's just a walkie-talkie. It probably wasn't much use to begin with. Vielleicht sind das deine Vatergefühle, vielleicht sagt das etwas über deine Zukunftsplanung aus, die in dir abläuft. Vielleicht solltest du auch mit deiner Freundin darüber sprechen. Ich glaube nicht. Lass uns doch lieber weiter beim Spiel bleiben, Tim. Ich finde, ihr sollt das zu treffen. Einfach mal, jetzt muss ich hier erstmal was klären. Ich hoffe, ich habe die Axt noch dabei. So wie man das richtig klärt. Like my daughter? Her dad tried to kill me, so
Well, he did that because he knows that Lee Everett is a convicted murderer. And so will everyone else if you go near her. You hear me? I know who you are. And I don't give a shit about what happens to you. But if anything happens to my daughter or that little girl you've got with you, you watch your ass. Er sieht aus wie ein beleidigtes Leberwurstbrot. Ein zorniges Leberwurstbrot. Der Doug ist dead, because of you. You can't be like that. You're only one man. I don't know. We're lucky to have you. Jetzt schleppt er schon Gefühle an. I hope that's the sound of us winning this thing. Me too. This motor inn's pretty damn defendable. We block off the entrances with some cars, keep someone on watch. We could stay here until the military rolls through. I actually agree with that plan. Me too. We got beds, we got water, and most importantly, we got light. There are worse places to call home. Yeah, you're right. You know, guys, I think it's going to be okay. Tom. Fangen die Lichter. Großartige Unterhaltung. Winning! Winning! Wenn es nimmt. Next time on The Walking Dead. I thought we'd be fine if we survived the walkers. Never expected they'd starve us out. I want you to have this, okay? In case you or Clementine starts feeling weak. You don't owe me anything, Carly. How you doing, Clementine? I'm really hungry, Lee. We gotta get food, Lee. Soon. Howdy. I'm Andrew St. John. We're from the St. John Dairy. It's beautiful. I never did thank you for saving Duck from the walkers back at Herschel's farm. Something's coming, Lee. There's gonna be a war. The walkers don't worry me as much as the bandits. With us. Now we're gonna take what we want. There's too many of them. Ah! When you all thought Duncan's bit, well, I'm just doing the same thing. We know this guy's not gonna make it. Isn't happening. Okay, die Vorschau ist gleich verändert. Ja. Im Vergleich zu dir. No more, please. No more, please. Es verändert sich. Deswegen lohnt sich es halt mir mal zu spielen. Ich denke, das werde ich auch. Nächsten Tag noch mal. Die nächste Episode müsste eigentlich bald kommen. Also jeden Monat sollen die mal rauskommen. Aber ist ja gerade erst rausgekommen, also. Kannst du noch. Noch zwei Wochen. Oh. Ist ja interessant. Die meisten haben Carly am Ende gerettet und nicht Duck. Das ist okay. Karen Gunn. Ah. Nur 36 waren, wie ich ehrlich zu Herschel. Ja, das sagt einiges über mich aus. Ja. Und was sagst du? Ja, war gut. Mir gut gefallen. Auch die Entscheidungen, die sich abspielen. Das Gameplay, so, naja, manchmal ein bisschen hakelig, finde ich. Technik auch so. Nicht immer das Beste. Auf Stop. Aber der Cell-Shading Look gefällt mir gut. Auf jeden Fall, die Story ist super, Atmosphäre ist gut. Also auch super. Lohnt sich zu spielen. Lohnt sich es auch für den Preis? Auf jeden Fall, wenn man einen Season Pass kauft, für 20 Euro, ist das auf jeden Fall was wert, weil wenn man bedenkt, dass es Spiele gibt im Store, die 15 Euro kosten, wo man 3-4 Stunden hat, hat man hier allein mit einer Episode fast 3 Stunden. 2-3 Stunden, je nachdem, wie man sich anstellt. Ja, je nachdem, wie man sich anstellt. Und da kriegt man fast das Geld so. Ja, und man hat mehr Spielgehalt, ja, ne? Also kannst du mir nochmal spielen, geht immer unterschiedlich aus. Und man hat die Statistik. Man kann gucken, wer es wie. Was für ein High Five gibst du? Auf jeden Fall Atmo. Atmo High Five! Atmo Story.
Atmos-Story, Herr Pfeiff. Atmos-Story. Atmos. Ich sag mal, wie ist sogenannte Atmos-Story. Die Atmos-Story in High Five. Interessant. High Five. Yes. Also dann, werden wir uns bald wieder beim Daddle Club. Entlassen wir euch in die Dunkelheit der Nacht. Auf Wiedersehen. Nicht. Folgt uns auf YouTube, Facebook und Twitter!